Oh, ich mache heute nochmal das Event mit Klaus, allerdings benutze ich nur Nahkampfwaffen, die nicht modifiziert sind. Wir haben jetzt eigentlich nicht so viel mit dabei, einfach nur so ein paar einfache Nahkampfwaffen, die man eigentlich auch wirklich zu Hause hat. Und es gibt eine kleine Änderung. Nach dem ersten Mal, wo ihr noch den Raider zur Hilfe hattet am Anfang, ist der natürlich nicht mehr mit dabei. Und die Frostriesen und Klaus bewegen sich auf der Karte. Sprich, wenn wir jetzt anfangen und ziehen uns hier den ersten Frostriesen, kommt meistens ab einem gewissen Punkt ein Frostriese oder Klaus zu uns gelaufen. Das warten wir jetzt mal ab. Und dann sehen wir nämlich gleich, dass wir einfach jetzt mit den tauben Zombies ein bisschen wandern. Ne? Hier unten hat man jetzt gesehen, dass da Klaus oder der andere Frostriese kommt. Und wenn das der Fall ist, geht ihr einfach zum nächsten Feuer. Ihr sucht euch dann das Feuer, wo keiner ist. Na, hier ist es jetzt relativ voll. Es ist auch egal, ob ihr jetzt zum Beispiel mit dem einen Frostriesen anfangt und dann mit Klaus weitermacht oder was auch immer. Einfach das Feuer nehmen, wo gerade keiner rundherum ist. Da habt ihr die größten Chancen, dass ihr da eure Ruhe behält. So. Für die Taubenzombies nehme ich hier das Schlagrohr. Das macht einfach ein bisschen mehr Schaden, geht ein bisschen schneller. Und für die anderen Sachen könnt ihr da ruhig, wie gesagt, den Hockeyschläger nehmen oder was auch immer. So, jetzt ziehen wir uns den nächsten Feuer wieder an. Und dann seht ihr schon, die anderen beiden waren gerade wieder auf dem Weg zu uns. Wir gehen einfach hier rüber, Feuer war schon an. Und machen den hier schnell nieder. Bei manchen habe ich jetzt schon gehört, dass es nicht funktioniert, wenn ihr an gewissen Feuern seid, dass es irgendwie nur an einem funktioniert. Das hatte ich jetzt aber irgendwie noch nie. Und mit dem Wandern, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Hier wird es gleich nochmal ein bisschen tricky. Jetzt kommen wir fünf auf einmal. Was ihr halt mehr braucht, definitiv, ist einfach einiges an Medis. Genug Rüstung, obwohl ich hier jetzt ja auch schon die Level 3 Rüstung mit habe. Die ist ja jetzt auch nicht so dolle. So. Sobald auch eigentlich der Zombie unter 200, unter 100 ist, sprich, wenn die Taubenzombies kommen, gehe ich eigentlich auch immer in die Ecke. Weil da laufen die anderen eigentlich nicht rum, die laufen meistens so im Dreieck von einem Feuer zum nächsten. Da kommt dann eigentlich auch immer keiner. Genau, einfach immer mal so ein bisschen gucken. Gucken mal oben, kann man, ist der andere. Also gehen wir wieder nach unten. Jetzt ist er wieder auf dem Weg zu uns. Wir gehen einfach zum Feuer nach oben. Und ihr geht halt einfach immer zu dem Feuer, was von dem anderen am weitesten entfernt ist.
Na, und ihr seht auch, ich habe jetzt nicht mal eine Jacke an.